Siehst du da den Erich Neubauer? Ja, genau, da in der Mitte. Ja, genau. Das ist der Mann, der in der Wohnung gewohnt hat, in der ich heute wohne. Und als wir hier mit den Recherchen angefangen haben und uns die gesamte Servitengasse aufgeteilt haben, war es irgendwie von vornherein klar, dass ich den Teil machen würde, wo das Haus da drinnen ist, in dem ich wohne. Das macht Sinn, was ich allerdings, vielleicht dir als Psychologin oder Therapeutin, wäre das von vornherein klar gewesen, dass das schon einen großen Einfluss auf meine Befindlichkeit hat, wenn ich in meinem Forschungsgegenstand wohne, lebe und es noch dazu um die Thematik von Vertreibung, Flucht, Ermordung geht. Also das ist nicht so locker abgegangen. Hallo, mein Name ist Beatrix Wimmer und ich bin die Obfrau des Vereins Volksopernviertel 1938. Die Initiative ist dadurch entstanden, dass wir herausgefunden haben, dass der 9. Bezirk jener Bezirk ist, der die höchste Anzahl an jüdischen Einwohnern und Einwohnerinnen hatte vor 1938. Und wir herausfinden wollten, wie das in unserem Haus war. Also der Gedanke hinter dieser Gedenktafel war, ein Andenken an diese Menschen auch sichtbar zu machen, welches Unrecht und welches Leid da geschehen ist, weil ja gerade auch in den Konzentrationslagern es so war, dass die Menschen dort gefoltert, ermordet worden sind und dann verbrannt worden sind, sodass es kein Andenken an diese Personen gibt, sie auszulöschen, so als wären sie nie da gewesen. Es richtet sich vor allem auch an neue Mitbewohner in der Stadt oder im Land überhaupt, dass sie die Vergangenheit auch sichtbar bekommen und vor allem an die jungen Menschen. Ich beobachte das, nachdem ich ja auch in dem Haus wohne, wie viele beim Vorbeigehen tatsächlich stehen bleiben und das alles durchlesen. Und viele sieht man an, dass sie sehr betroffen weitergehen. Also ich finde, das ist sehr wichtig, dass man den anderen Menschen in der Umgebung auch das sichtbar macht. Nicht, dass man nur selber mit dem irgendwie fertig werden will, sondern dass man auch wirklich allen Leuten das zeigen kann, das ist geschehen und in der Hoffnung, dass es nie wieder geschieht.